Alter, was geht ab, Leute? Hong hier, ich habe ein Paket. Loot Chest, die Ehrenmänner schicken uns immer noch jeden Monat eine Box. Ihr wisst Bescheid, Link ist unten in der Beschreibung. Und ich habe einen Brief reinbekommen von UPS wegen Zoll. Ich schwöre dir, das hier ist die größte Geldverschwendung. Das ist das Dümmste, was ich bisher jemals gekauft habe. Und ihr wisst, ich kaufe eine Menge Schmarrn. Aber das war echt... Mittlerweile hat mich das fast 200 Euro gekostet. Diese drei Shit-Dinger. Das ist allein 60 oder so. Dann wollten die nochmal 60, 70 für Versand. Und jetzt muss ich nochmal Zoll oben drauf zahlen. 27 Euro irgendwas. Das heißt, 180 Euro oder so habe ich jetzt für den Schmarrn ausgegeben, der abgelaufen ist. Und eklig schmeckt. Und oh mein Gott, ey. Die gehen sogar jetzt schon so kaputt. Oh mein Gott. So leiden, Digga. Schauen wir doch mal, was die guten Leute uns so geschickt haben. Tada! Oh mein Gott, Jon Snow. Nur ganz kurz der Überblick und dann zeige ich es euch. Oh mein Gott, ein Handtuch. Oh mein Gott, ein saftiger Drink. Oh mein Gott, was ist das für eine geile Box? Oh mein Gott, Räucherstäbchen? Nee. Der Diskurs geht raus. Link ist unten in der Beschreibung. So, schauen wir uns das mal in Ruhe an. Eine Postkarte. Eine süße Katze. Bisschen Werbung, Shirts, Merch, Transformers, Figürchen, okay, okay, das hat mein Interesse geweckt, Hot Wheels Ace Drink Tutti Frutti, das werden wir safe auf jeden Fall trinken, dann den hier, Digga, Game of Thrones, Jon Snow, hohoho, es gibt Arya Stark, Jon Snow, Theon Greyjoy, Sansa Stark, King Bran, The Broken, Night King und The Mountain. Ein paar Akte X Bleistifte, glaube ich, waren das. Räucherstäbchen wären eins gewesen, Mann. Ich habe Akte X nicht geschaut. Waren die irgendwie so Kult in der Serie oder wie? Ich sehe ein Cloud-T-Shirt oder sowas. Cloud, Final Fantasy und ein Marvel Handtuch. Also Handtücher kann man immer besorgen. Oida, saftig. Oh yeah. Boom, Alter! Macht die ultimativen Ramen. Instant-Ramen zum Abendessen. Der Mix von den beiden, Alter. Okay, wie viele Soßen sind das jetzt, Mann? Egal, alles rein, Mann, alles rein. Ultimative Mischung, Alter. Oh mein Gott, das hat echt alles diesmal. Boom! Mein Gott, sieht das saftig aus, Mann. Das sieht echt mega aus. Für euch, Leute. Jetzt kommt das Wichtige, der Geschmackstest. Zwei vereint, fusioniert. Oh, bisschen super salzig. Aber sehr geschmacksstark. Das Ding ist zu saftig, Alter. Hm. Mega, 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 Alter. Itadakimasu. Boah, wisst ihr, was super saftig mit den Ramen jetzt passt? Aha, ein eiskaltes Hot Wheels
Race drinking, tutti frutti. Oh yeah. Bisschen chillen. Ich habe mir eine Shisha angemacht und jetzt ein bisschen Führungstour. Wir werden hier ein Fotoshoot und da muss ich noch die Bilder raussuchen, also sortieren. Also die eine hat es schon mal gemacht, die hat hier nur die zugeschickt dann, die sie haben wollte, aber wo zum Beispiel, nee, schau, da zum Beispiel hat sie es selber rausgesucht, die andere hat es halt noch nicht gemacht. Nee. Zum Beispiel hier muss ich selber nochmal schauen, was ich haben will, was für mich das Beste ist. Dann muss ich das auf der Webseite, nicht auf der Webseite, also auf der Seite für die Fragen implementieren. Gerade an meinen Facebook-Kontakt 170 Euro per PayPal geschickt für ein paar Ex-Deo-Dosen. Jetzt kommt noch der große Händler aus Israel und der eine eBay-Händler mit den paar Special-Dosen aus Argentinien. Beide jeweils um die 500 bis 600 Dollar, also 1K geht nochmal drauf, wenn nicht sogar 1,2K oder sowas. Oh mein Gott. Heute ist der 19. Muss ja diesen Schmarrn ausfüllen für ARD, ZDF, GZ Gebühren. Dass die mir das, ich weiß nicht wann, wie oft die das überhaupt abheben, aber dass die es von meinem Konto abheben dürfen. Richtig leiden, Leute. Richtig leiden. Da muss ich noch Ding, diese, wie nennt man das? Tax, Import Tax, Zoll. Zoll muss ich noch bezahlen. Für diese dreckigen Habib-Dinger. Mein Gott, richtig leiden, Mann. 27,54 nochmal oben drauf. Ist nicht viel, aber es summiert sich. Ist Montagmorgen. Noch ein paar Sachen erledigen. Hier und da, dies und das. Ihr wisst Bescheid. Auch ein bisschen Müll rausbringen, ein bisschen einkaufen. Eigentlich ist jeden Tag zweimal Payout von Cake und die DeFi Chain, DeFi. Jeden Freitag ist das, was ihr im Landing habt, Zahltag. Und jeden Montag ist das Referral-Programm. Und ihr seht, ich habe. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht, ist verschwommen. 16,22 DeFi die Woche bekommen durch das Referral-Programm. Gesamtwert nur 30 Euro. Wir waren schon mal bei 40 Euro, 41 Euro glaube ich, aber weniger DFI, weil damals waren die DFI mehr wert, da waren es glaube ich 13, aufgerundet 14 und mittlerweile, weil ihr so fleißig das einfach laufen lasst und wenn euer Vermögen, eure Menge steigt, ich kriege ja 1% davon, das heißt, das was ich bekomme, steigt dann auch, wenn der DFI jetzt momentan weniger wert ist, ich nehme lieber die 16,2 DFI, die weniger wert sind als die 13 DFI, 14 DFI, die aber mehr wert sind. Weil langfristig irgendwann in 2-3 Jahren super saftig könnte ein DFI so und so viel wert sein. Ja, da muss ich noch Chong fragen, ob wir überhaupt fahren und dann noch ein paar Sachen erledigen, wie gesagt. Ob wir Dokumi fahren, nur für Sonntag. Und das war's von mir, Leute. Finger weg von Habibs, Proteinzeugs. Fidro bei Khabib. Echt traurig, Mann. Khabib, the GOAT. Wie kannst du deinen Namen auf so einen Schmarrn tun, Mann? Echt nicht, Mann. Echt enttäuschend. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Views ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch, falls wir irgendwann mal wieder live sind. Ansonsten in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, meinen Link nutzen. Serious Business und ciao, Alter.